Und jetzt kommt der Woodry Rin noch zum Schluss von Checkpoint. Und da komme ich ganz schnell mit, weil ich habe eine kurze Frage so unter Mann. AIDS, HIV ist bekannt hauptsächlich unter Schwulen. Man assoziiert das immer mit Männern. Wie ist das eigentlich Lesben und HIV? Lesbische Frauen und HIV oder AIDS, das kann sicher ein Thema sein. Aber noch mehr als HIV sind sicher sexuell übertragbare Infektionen ein Thema für lesbische Frauen. Ich möchte hier gar nicht ins Detail darauf eingehen. Dafür haben wir unseren Standort hinten. Ihr seid alle willkommen, euch dort zu informieren, und wir diskutieren euch mit euch auch natürlich auch gerne über dieses Thema. Ich habe hier keine Absicht, über einen Vortrag über HIV zu halten. Meine 5 Minuten auf der Bühne nutze ich stattdessen dafür, euch allen im Namen von Checkpoint Bern zu gratulieren, dass ihr hier heute dabei seid. Wir feiern hier gemeinsam, aber es geht um mehr als nur um Bier trinken und Entertainment. Wir sind alle hier, so hoffe ich zumindest, um für eine Herzensangelegenheit einzustehen. Wir sind hier, um zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir stolz darauf sein können, was, wie und wer wir sind. Dass wir es nicht nötig haben, Bitti-Batti zu machen, bis man uns erhört oder sich dafür erwärmt, sich mit uns als angebliche Randgruppe oder Randerscheinung abzugeben. Deswegen bin ich zumindest hier. Und ich wünsche mir, dass wir jeden Tag so mutig sind. Ich habe immer wieder Männer bei mir in der Beratung, die ihre Bedürfnisse nur heimlich in öffentlichen Toiletten ausleben. Ihre Beweggründe sind unterschiedlich. Manche mögen das Ambiente dort besonders schätzen, doch die Mehrheit macht dies, weil sie noch nicht bereit sind, den nächsten Schritt zu machen und all die Konsequenzen zu tragen, die sich dann daraus ergeben. Ein Doppelleben zu führen, sich und seine Gefühle zu verstecken, das macht auf Dauer krank. Viele fallen in eine Depression. Suizid wird zur Option. Und immer wieder habe ich beobachtet, dass diese Männer keinen Zugang zu den wichtigen Informationen rund um HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen haben. Das wiederum macht nicht nur die Männer selber krank. Partnerschaften leiden unter solchen Konstrukten und die Folgen können verheerend sein. Nicht nur für die, aber auch für diese Männer braucht es das richtige Fingerspitzengefühl. Vorurteile und falsche Erwartungen haben keinen Platz, wenn ich mit diesen Männern zusammenarbeite. Wir wissen, dass es einen Prozess braucht, bis man zu sich selber stehen kann. Und Gay West sollte Mut machen, sich auf diesen Prozess einzulassen. Natürlich habe ich bei mir in der Beratung auch schwule Männer, die selbstbewusst sind und vorbildlich mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen. Sie sind stolz, sie sind souverän, sie sind echt. Aber auch ihnen müssen wir immer wieder den Rücken stärken. Auch sie, oder vor allem sie, erfahren Geringschätzung und Diskriminierung im Alltag, bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit. Diese Männer, so sollte man meinen, sind gut aufgeklärt. Manche wissen sogar zu viel, und auch das kann ein Fluch sein. HIV und AIDS wird heute unterschiedlich wahrgenommen. Einige denken schon beim intensiven Zungenkuss daran, andere erst, wenn der vermeintliche Partner sich ganz plötzlich nicht mehr bei einem meldet. Gemeinsam ist ihnen der Stress. In der Beratung versuche ich, falsche Annahmen über Risikosituationen aus dem Weg zu räumen. Und doch gibt ihnen oftmals nur der HIV-Test Sicherheit und Gewissheit. 12 Wochen bis zum definitiven HIV-Test kann eine lange Zeit sein. 12 Wochen lang schlecht schlafen, 12 Wochen lang sozialer Rückzug. Irrt man dann noch zu lange im Internet herum, lässt einem auch kein gewöhnlicher Pickel mehr in Ruhe. Ich bin hier als Vertreter von einem Gesundheitsnetzwerk. Dazu gehören nebst der AIDS-Hilfe Bern, das Inselspital und die homosexuellen Arbeitsgruppen Bern. Neu sind uns auch verschiedene Hausärztinnen beigetreten. An unserem Stand könnt ihr mehr über uns erfahren. Und wenn ihr schon dort seid, macht bitte mit bei unserer Aktion Living Wish Wall. Meine fleißigen Helfer, die Spitzbuben und ich, stellen euch fast unseren ganzen Körper zur Verfügung, damit ihr eure Gedanken, eure Sorgen und Ängste, eure Wünsche und eure Forderungen rund um HIV und AIDS draufschreiben könnt. Wir möchten sichtbar machen, was euch, was uns beschäftigt. Und dann lassen wir die Sache mal ruhen. Wir sind keine Moralapostel. Wir sind da, um zu begleiten, wer Begleitung braucht. Liebe Gay Westler, liebe alle, ich wünsche uns allen noch einen spaßigen Abend. Herr Woodry Rin von Checkpoint, vielen Dank. Danke.